Na, meine lieben Crunchies, was geht? Mein Name ist Franzi und ich begrüße euch herzlich zu unserem neuen Format, und zwar nennt sich das Ganze Crunchy Facts. Und was ich hier in Crunchy Facts mache, ist natürlich so eine Sache für sich. Und zwar fange ich heute an mit einem YouTuber, und zwar den lieben Unge, und werde euch darüber über ihn einfach ein paar Fakten erklären. Meistens sind es 10 oder ein bisschen mehr. Und ihr dürft dann in den Kommentaren jetzt einfach entscheiden, über wen oder was oder wie oder was ich berichten soll. Punkt. Einfach, was euch interessiert über die oder den oder jenes, ich 10 Fakten raussuchen soll. Und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Der liebe Unge ist am 31. August 1990 in Erklenz bei Mönchengladbach ist er geboren. Und ja, das war einfach Fakt 1, und wir kommen gleich zu Fakt 2. Mai 2011 begann er auf seinem Kanal unschwer Longboard- und Treadlocks-Videos zu machen. Und das war der zweite Fakt. 2012 hat er angefangen, auf unproblematisch vegane Rezepte zu testen. Juli 2012 hat er dann auf einmal auch Ungespielt eröffnet, weil er mit Gaming anfangen wollte. Dazu hat er natürlich auch noch einen Zweitkanal gemacht, unter dem ihn viele kennen, vielleicht unter Ungefilmt. Und das war höchstens Zeit für seine Vlogs. Und er hat versucht, jeden Tag einen Vlog zu machen. Das heißt, er hatte jeden Tag 3 Videos. Und das ist schon eine Menge für einen YouTuber. 2013 hat er seine Ausbildung zum Erzieher abgeschlossen. Und kann deswegen auch, wenn YouTube mal nicht so weiterkommt, seinen Erzieher weitermachen. Der liebe Unge hat zu seinen 100.000 Abonnenten einen 24-Stunden-Livestream gemacht. Und zu seinen 2000 Abonnenten ein 48-Stunden-Livestream, durch den ihn wahrscheinlich viele von euch kennen werden, weil dieser 48-Stunden-Livestream schon, ja, Respekt an ihn, ich würde es nicht schaffen. Ich schüttel einfach so meinen Kopf so einen kurzen Moment und es hält immer nur für so eine Sekunde. Simon. Erstell einfach deine Sounds auf übertriebenst laut, dann liest du immer wach. Am 6. Februar 2014 ist er ins YouTube-Haus eingezogen, wo Dena natürlich als erstes eingezogen ist. Sie hatten so einen kleinen Wettkampf und Dena war der Erste, und dann kam Unge. 2014 war natürlich auch die Longboard-Tour, durch die ihn vielleicht auch wieder noch ein paar kennen. Und zwar waren die dort dann nochmal in Stern-TV in einem Interview am 15. Oktober 2014. Am 20. Dezember 2014 ist er dann aus seinem Netzwerk Mediakraft ausgetreten. Und das ist einfach eine Sache, wo ich einfach sage, Respekt an ihn. Ich glaube, ich hätte es selber nicht geschafft. Für viele wissen ja vielleicht nicht, was da passiert ist, aber Mediakraft hat Unge eigentlich nie so unterstützt. Und er hat sich auch nicht so unterstützt gefühlt von Mediakraft, und deswegen ist er einfach aus diesem Netzwerk ausgetreten. Und ja. So, dann kommen wir auch zu den letzten Fakten. Und zwar am 21. Dezember hat er dann Unge eröffnet, und es ist eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk für ihn gewesen. Jetzt macht er täglich eigentlich einen Vlog und 2 Gaming-Videos oder ein Gaming-Video, und ich finde einfach, dass Unge einfach der perfekte Kanal für ihn ist, weil er einfach einen Kanal hat, wo alles zusammen ist, und ich finde es einfach krass, was er für eine Community hat. Man hat ja einfach gesehen, wer jetzt aktiv ist und wer nicht, und er hat ja jetzt schon wieder über 1 Million Abonnenten, was ich einfach nur krass finde. Das ist... Wow! Ich kann nicht viel dazu sagen, aber ich würde sagen, wir kommen dann zum Schluss. Bis gleich. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video, und ja, schreibt jetzt euren Lieblings-YouTuber unten in die Kommentare oder euer Lieblingshand oder whatever, was ich halt über, was ich nächstes Mal die 10 Fakten oder mehr einfach machen kann, und ich werde mir dann Informationen raussuchen, werde euch dieses Video präsentieren, und ja, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, ihr mehr von diesem Format wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst einfach einen Kommentar und einen Daumen da. Ja, ich bin schon ein bisschen kaputt im Kopf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, macht's gut und tschüss.